Servus Leute, zurück zu Let's Play Kingdom Northlands. Ihr seht, die Gegner kommen. Die Gegner kommen jetzt schon mit großen Viechern. Und ich muss zugeben, ich habe vergessen, wo wir sind. Was hatten wir vor? Also hier wird was Großes gebaut. Es wird riesig. Und dann sind wir, glaube ich, dabei, die auszulöschen, nicht wahr? Ich wollte die höchsten Technologien kennenlernen. Das ist hier jetzt noch nicht geschehen. Wobei, die kenne ich ja schon, die höchsten Technologien. Oder kenne ich? Doch, ich kenne sie schon, oder? Das war das mit dem Bohr hier. Hier haben wir das hier. Ich muss einfach mal links schauen, was hier links ist. Ah ja. Erweitern wir doch mal das Gebiet. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir auch direkt in den Krieg da ziehen, weil auf was sollen wir großartig warten? Jetzt liegt es an uns, den Krieg zu schüren und die garstigen Wesen hier auszurotten. Komm her, wohin? Wo willst du denn, dass ich komme? In die Richtung. Ja, Moment. Ihr zieht auch die Mauer hoch, oder? Nein? Oh, das ist belastend. Dann... Wohin soll ich? Was willst du mir zeigen? Was willst du mir sagen? Jetzt sind wir schon. Der Tower ist fertig. Das ist schon mal gut. Aber die bauen die Mauer nicht hoch. Und da geht keiner in den Turm rein. Okay, greifen wir an. Dann ist es halt so. In den Krieg! Und das auch noch mit Schwertkämpfern hier. Ja, die machen die weg. Die machen die weg. Die können gar nichts. Gar nichts können die. Lassen wir mal so. Genau, die greifen in der Richtung an. Eventuell müssen wir jetzt gegen eine Welle kämpfen. Es ist schon dunkel. Die können nichts, die können gar nichts. In dem Gelände und jetzt weh, die Baumeister gehen raus. Natürlich gehen die Baumeister raus. Kann ich euch wieder zurückschicken? Geht wieder zurück. Geht doch bitte wieder zurück. Macht da ja keine Mauer hin. Moment, wird's gerade hell? Wurde es gerade hell? Rückzug! Rückzug! Da kommt noch mehr. Oh, da ist sogar so einer auf den drauf. Rückzug! Rennt, ihr Narren! Lauft, ihr Narren! Da ist sogar auf dem so ein komischer Jumper drauf. Okay. Die Retaliation-Welle ist real. Gelitten. Jetzt kommt der andere Dude noch, oder? Genau, der will mich angreifen. Hä? Lol.
Der haut wieder ab. Die Nacht war rum. Der große Dude haut wieder ab. Damit muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die Welle kommt. Punkt. Die Welle kommt. Aber hey, ich bin zufrieden. Ich brauche jetzt nicht immer kämpfen. Was war das? Und warum war das nicht aktiv? Ah, das ist das nächste Portal. Direkt. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt wieder ein paar Kämpfer, oder? Kann das sein? Und Bauarbeiter, hauptsächlich Bauarbeiter. Und ich brauche hier eine bessere Mauer. Ja gut, ich brauche das Portal. Was willst du denn die ganze Zeit von mir? Junge. Rede mit mir. Komm her, wohin? Jetzt verschwindet er wieder. Der Baum fehlt noch. Bauarbeiter. Was ist mit Bauarbeitern? Warum kommen keine Bauarbeiter hier hin? Gut, Geld. Mhm. Mhm. Ja, nee. Tatsächlich wollte ich dem das. Wobei, du willst Münzen? Ja, komm, gönn dir Münzen. Gönnt euch ruhig Münzen. Also, habt kein Problem damit, wenn ihr Münzen euch gönnt. Ihr werdet ja dadurch stärker. Durch Münzen. Bauarbeiter? Verstehe ich jetzt nicht ganz, was hier los ist. Aber was ich verstehe ist, hier ist sehr viel Geld einzusammeln. Das verstehe ich auf jeden Fall. Und dann düse ich gleich weiter. Und zwar ins Hauptquartier, weil ich glaube, ja, ich habe da einen verloren. Sich jetzt das gesnackt, aber tatsächlich hätte er ruhig auch sich ein Schild snacken können. Uff. Uff, viel zu viel Geld. Ich will, dass jetzt einer da ein Schild nimmt. Dann brauche ich scheinbar neue Bauarbeiter. Und neue Bogenschützen gehen auch immer. Und die Bombe brauche ich dann irgendwann. Aber das hat noch Zeit. Noch hat es Zeit. So, jetzt gehen wir wieder nach vorne. Ich brauche ein Schwerter, dürften sie noch haben. Ja genau, Schwerter sind hier noch vorhanden. Aber ich mache mal neue. Ich habe anscheinend so viele Rekruten noch übrig. So viele Rekruten sind noch übrig. Ich brauche mehr Items. Wie zum Beispiel Bögen. Und dann brauche ich wieder mehr Schilde. Die geben mir das Geld für Bögen, das ist gut. So. Okay, jetzt bin ich bereit hierfür. Komm her. Komm, folgen wir ihm. Was will er mir zeigen? Ah, so viel Geld. Ja, ja. Wohin? Wohin? Ich laufe in die Richtung. Und dann? Du willst doch, dass ich... Ja, komm her. Wohin? Was willst du mir zeigen? Immer noch komm her.
laufe ja schon, aber wohin? Komm, jetzt verschwinde wieder. Unbefriedigend. Aber gut. Wir erweitern hier fleißig. Was habe ich hier eigentlich für einen Buff aktiviert? Wenn die Nacht vorüber ist, dann greifen wir den nächsten an und dann... Ich weiß gar nicht, ist da links das... War da links... Was war... Ne, links war der Hafen. Oh, dann kommen wir zum Hafen. Sehr gut. Ach stimmt, war nicht unser Ziel auf die... Ne, wir wollten die... Genau, wir haben ja schon Herbst. Wir wollen die Greedlinge auslöschen. Da lohnt es sich nicht, auf die letzte Insel zu gehen. Ne, wir löschen die Greedlinge hier aus. Und dann löschen wir sie auf allen Inseln davor aus. Und dann löschen wir sie auf der finalen Insel. Wir haben schon wieder Herbst. Hey, wie die Zeit vergeht. Es sind schon wieder 48 oder 36, 32 Wochen vergangen. 16 Wochen ist ja immer eine Saison. Ich würde gerne hier das noch... Hier, da ist noch ein Baum. Genau, den würde ich auch noch gern weghaben. Weil dann hat es Zeit, dass dort hinten der Wald weggeht. Und ja, mir geht es sowieso nicht. Okay. Die ziehen sich zurück. Berechtigt oder nicht berechtigt? Berechtigt. Okay, Gegner kommen. Ah, da habe ich ja... Oh, shit. Da war ja noch was. Die Mauer ist ja noch nicht so... Nicht so premiumartig. Sollte trotzdem reichen, weil... Dafür sind die Leute halt gut. Jawohl. Okay. So, und jetzt Gegenschlag. Das nächste soll aufgelöst werden. Was ist das? Das ist ein C? Nee. Doch, könnte ein C sein. Bis die nächste Welle kommt, haben sie auf jeden Fall die Mauer hochgezogen. Also bis die Retaliation-Welle kommt. Noch eine weitere Mauer schaffen sie aber bis dahin nicht. Das können sie aber weit upgraden. Hinter den Mauern ist das alles kein Problem. Im Normalfall zumindest. Hier könnte ich auch wieder einen Bauernhof machen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Immer Bauernhöfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf der rechten Seite aussieht. Müssen wir eigentlich auch mal vorbeischauen. Aber jetzt konzentrieren wir uns da. Wollte gerade sagen, greift ihr gerade was an? Es ist hell. Oder es wird hell. Ah ja. Das sind ja nur die einfachen Truppen, die mit der Maske. Normalerweise kommen die großen Viecher, genau, sowas zum Beispiel. Und die noch größeren Viecher. Sowas zum Beispiel. Weg mit dir! Dann ist es geschafft.
Aber interessant ist, dass noch voll hell Tag. Voll heller Tag ist. Ich sehe auch, ich habe jetzt mittlerweile genügend Bauarbeiter. Aber ich habe kein Bier mehr. Das sehe ich auch. Weil sonst hätten die sich schon längst bewegt. Also muss ich wieder zurück und dort die Wirtschaft wieder ein bisschen ankurbeln. Bögen wieder. Geht immer. Das ist alles in Ordnung. Und Biere. So, gib mir ein bisschen Geld. Reicht schon. Viel zu viel des Guten. Nein, ich verliere wieder alles. Das Beste, was passieren kann, ist immer noch, dass man Geld nur auf dem Boden verliert. Das dauert, das ist nichts Portal. Ja, und dann sollte jetzt das andere Portal kaputt gehen. Ich wollte gerade fragen, kommen Gegner? Kommen keine. Jetzt immer ein Mr. Krabs kommt. Das war's? Okay. Und zerstört jetzt das Portal auf der linken Seite. Das finale Portal. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Dann ist die Seite safe und wir können uns um die Zerstörung der Greedlinge auf der anderen Seite kümmern. So, Zeit zu vernichten. Vernichte das garstige Portal. Ich habe zu wenig Geld dabei. Stimmt, ich kann ja jetzt auch da die höchste Stufe aktivieren. Geld. Sehr gut. Das ist auch weg. Ich kann ja hier jetzt die höchste Stufe des Towers bauen. Aber ich glaube, da fehlt mir das Geld. Selbst wenn die was dabei haben. Fehlt mir die höchste Stufe. Fehlt mir Geld, oder? Ah, ja. Nein! Gerade so. Gerade so. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, was das bringt. Vielleicht verliert man dann weniger. Moment, wo sind die anderen Bauarbeiter? Irgendjemand hat doch Geld bestimmt. Haben die Geld? Ah, ja. Naja, wir müssen nicht alles zerstören. Aber für den Teleport brauche ich das. So, links ist erledigt. Keine Gegner mehr zu sehen. Kommen wir zu rechts. Moment. Achso, ja, wir werden angegriffen, deswegen haben sie sich gerade verzogen. Nämlich hinter die Mauern. Sehr schön. Okay. Wie weit sieht's... Wie sieht's hier aus? Ich brauche mehr Bogenschützen. Immer. Und dann müssen wir uns auf die andere Seite konzentrieren.
Es wurde gerade gespeichert. Ich gehe davon aus, die Welle wurde zurückgeschlagen. Oh je. Die Leute hier brauchen Schilde. Oder sie fliehen, weil sie angegriffen. Oh Gott im Himmel. Das eskalierte quickly. So. Weiter feine Schilde verteilen. Dann müssen wir natürlich erstmal uns vorkämpfen. Portal. Zu Portal. Wegmachen. Ah ja, kommen schon wieder welche. Gut. Lass sie brennen. Höllenfeuer. Ist das eine Retaliation-Welle oder eine ganz normale Entmondwelle? Sieht normal aus. Dann würde ich sagen, Angriff, Gegenangriff. Drei leider bloß. Muss reichen. So, schauen wir doch mal. Wie weit gehen die? Hier ist das. Ah ja, bis hierhin. Da wird gekämpft. Snacken wir mal kurz was, dann wird das zerstört. Das ist das zweite, oder? Dann fehlt noch rechts ein drittes. Aber ich hätte auch gerne irgendwo... Ah, ich glaube, das dritte ist gleich dahinter. War das nicht so? Schade, dass wir links... Also immer haben wir normalerweise eine Balance falsch. Rechts haben wir drei Einheiten. Drei Kämpfereinheiten. Links haben wir vier. Wir können es mit einem bestimmten... Ja, besonderen Dude können wir das verbessern. Genau das, direkt das nächste Portal. Ihr könnt ruhig hier zurücklaufen, schneller zurücklaufen, wenn es geht. Das finde ich immer ein bisschen strange, dass sie so langsam sich zurückbewegen. Da werden die doch eingeholt, wenn sie sich bloß langsam bewegen. Mehr Feuer. Okay, ich habe sie in Sicherheit gebracht, glaube ich. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Das Feuer geht relativ häufig. Das ist gut. So, alle sind in Sicherheit. Schön. Danach können sie direkt wieder angreifen. Aber wir müssen dann auch danach erweitern. Oh shit, was ist das im Hintergrund? Was ist denn das? Ein großer Dude mit einer Maske? Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, was Neues. Großer Dude mit einer Maske. Wegschubsen. So geht es nämlich nicht. Krass. Ein großer Dude mit einer Maske. Der hält natürlich deutlich mehr aus. So, jetzt brauchen wir aber Tag wieder. Welche Zeit haben wir jetzt am Tag?
Zeit zum Angriff. Bringt ja nichts zu warten. Wir gehen gleich wieder raus. Die haben angegriffen, wir greifen an. Die haben angegriffen, wir greifen an. So wird es jetzt laufen. Tag für Tag. Oh oh. Schlecht. Okay, ich habe meine geopfert. Außer sie sind stark, ja, mit mir zusammen vielleicht. Können wir vielleicht die Welle zurückschlagen, weil wir jetzt... blöd. Es wird nämlich schon dunkel. Ich hätte geduldiger sein sollen. Der Greed? Wer ist jetzt der Greedling? Ich bin der Greedling. Armee gegen Armee wird jetzt clashen und ich befürchte, die haben die stärkere Armee. Kommt nämlich jetzt gerade eine Armee raus. Oh, wir waren trotzdem erfolgreich. Aber ob sie jetzt lebend wieder zurückkommen, ist die andere Frage. Moment, was haben die geklaut? Die laufen halt jetzt ein bisschen langsam zurück. Und wenn, dann kann nur von hier die Gegenbewegung kommen. Und da kommt sie. Ich werde sie aufhalten, wie weit es geht. Aber ich werde nicht alles aufhalten können. Aber ich bin gut. Oh ja, da kommen jetzt die Großen. Und wieder so einer mit Maske. Also es wird wieder spannend. Kotzen die mittlerweile auch Leute mit Maske aus? Das nächste Problem ist, ich muss dann auf jeden Fall vorarbeiten. Also ich muss irgendwie die Grenze erweitern. Und ich brauche die Bombe. Na gut. Incoming! Ja, der kotzt wirklich welche mit Maske aus. Das ist krass. Ah, der mit Maske kotzt welche mit Maske aus. Na, macht Sinn. Macht irgendwie Sinn. So, Maske. Oh, da sieht man die Riesenmaske. Sehr schön. Da sind noch irgendwelche Sachen in der Luft. Okay. Blutspritzer waren das bestimmt. So, wie kann ich jetzt erweitern? Wo kann ich jetzt erweitern? Ihr seht ja, es ist ein sehr langer Weg. Moment, es ist gerade Nacht. Es ist wieder gerade Nacht. Wo kann ich erweitern? Ich müsste erst Holz fällen.
Hier könnte ich erweitern. Aber das ist ein ewig langer Weg für alle. Erweitern kann ich da, aber dann muss ich auch stark verteidigen. Das Blöde hier ist halt nirgends eine Lichtungslücke. Deswegen kann ich da auch nichts machen. Ich muss jetzt auf die Bauarbeiter hier warten. Zum Glück war das gerade eine Welle. Der Hirsch hat mich jetzt erschreckt. War das jetzt gerade eine Welle? Da kommt also nichts mehr, vermutlich. Vorerst. Ich hoffe, die Bauarbeiter sind schon auf dem Weg. Ah ja, da kommen welche. Höchste Prio sind die Bäume. Wenn wir da jetzt ein Stückchen weghacken könnten, wäre schon nicht schlecht. Die Portale, ja, ganz nett, aber nicht notwendig. Jawohl, ihr geht zur richtigen Stelle. Puh, wie machen wir das am klügsten? Da muss ich hin, sobald die Welle zu Ende ist, muss ich da hin und bauen. Naja, eigentlich nicht. Ich muss jetzt bauen. Und alles riskieren. Dadurch wird alles riskiert. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das alles allein verteidigen kann. Wobei, vielleicht noch eine Stufe höher. Wenigstens Birkenwände sozusagen. Was aktiv, Mist. Leider ist es aktiv. Und es ist gar keine schwache Wand. Okay. Verloren. Rückzug. Versuch was wert. Moment. Die haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Wohlgemerkt. Aber ich habe ein paar Bauarbeiter verloren. Es macht nichts. Das macht alles gar nichts. Solange die Wand aufgebaut wird. Weil das nächste Mal haben wir Verteidiger dort. Hoffe ich zumindest, dass die rechtzeitig dort sind. Ah je, zu viel Geld. Jetzt müsste zumindest genügend Zeit sein, damit sie dorthin kommen. Müsste gut werden. Müsste gut werden. In der Theorie zumindest. Die müssen halt bloß jetzt wieder vorne aufbauen. Oh shit. Wenn das alle Bauarbeiter waren, die jetzt verloren gegangen sind, dann kann das ein bisschen dauern.
Bauarbeiter gehen nach vorne. Bauarbeiter gehen wieder zurück. Warum gehen die Bauarbeiter? Achso, weil da welche bauen. Okay. Puh. Okay, die Mauer ist gleich wieder oben. Und dann haben sie einen halben Tag, um nach vorne zu laufen. Ich mache jetzt die Mauer nicht weiter. Ich mache jetzt nichts an der Mauer. Die Mauer in ihrer jetzigen Form reicht aus, wenn alle Verteidiger denn da sind. Deswegen, darauf müssen wir jetzt hoffen, dass die Verteidiger kommen. Und wenn die Verteidiger kommen, dann haben wir die perfekte Ausgangslage. Direkt vorm gegnerischen Portal haben wir dann den Zugang. Dazu müssen bloß die ganzen, genau, Leute jetzt kommen. Ja, aber das sieht gut aus. Die kommen in der richtigen Zeit an. Ja, wobei, es wird knapp. Tatsächlich wird es knapper als erhofft. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Ein Bogen kommt. Ah, da kommen sie. Die Armee kommt. Könnte zu spät sein. Die gegnerische Armee ist ja schon da. Jo! Are you shitting me? Der hat meine ganze Armee platt gemacht. Ach du Schande. Ach du Schande. Was ist denn hier schiefgegangen? Das ist so lästig. Halt. Bauarbeiter anlocken. Mehr Bauarbeiter anlocken. Okay, nächster Plan. Ey, so viele Bögen, die da... Die Krabbe hat mich voll gerackt. Die hat mich rausgehauen. Die Krabbe hat wehgetan. Oh, die hat auch einfach gecharged, hat einfach nicht mehr aufgehört. Wo will ich eigentlich hin? Bauarbeiter brauchen wir neue. Und dann chargen wir einfach denen entgegen als nächstes. Wenn sie die Mauer schaffen, kann ich einfach einen Charge-Angriff befehligen. Dann sollte zumindest der Trupp entgegenstürmen und das müsste ausreichen für die Verteidigung. Zusammen mit einer Mauer. Sollte zumindest. Die brauchen wir dann. Ja, die schönen Bögen liegen alle draußen. Das ist echt Krebs, so weit raus zu müssen. Oh, aber sie haben es geschafft. Anscheinend haben sie es geschafft. Sonst wäre jetzt nicht der Schild weggegangen.
Okay. Okay. Aber es wird wieder dunkler. Es wird wieder dunkler. Bogenschützen kommen. Bogenschützen rennen. Bogenschützen müssen rennen. Ach shit, ich kann die noch nicht befehligen, dass sie da raus sollen. Ach, das ist schon wieder mega belastend. Das dauert schon wieder zu lang. Das wird dasselbe Schicksal wieder. Naja, wobei. Diesmal wenigstens ein paar Bogenschützen schon da. Aber ich kann nicht schaden. Ich kann nichts. Doch, doch, ich kann. Ja! Wir haben es geschafft! Wir haben erfolgreich verteidigt. Oh, jetzt kann ich auch ausbauen. Finally! Und jetzt ist die Armee da. Geil. Oh. Oh. Allein, weil ich gekämpft habe. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir so safe. Allen Schilden wiedergeben. Sind ja einige verloren gegangen. Und auf die höchste Stufe, bitte. Nice. Okay. Safe! Hat noch jemand Geld? Sehr gut. Aber dann kann ich mich zurück teleportieren. Und noch mehr Geld suchen. Uff. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ach ja, apropos zurück teleportieren. Jetzt brauche ich eine Bombe. Jetzt machen wir das nächste. Gib mir Geld. Ich bin eigentlich wegen Geld hier. Mehr Geld, genau. Ja, aber ich habe gerade schon Geld gesammelt, nicht wahr? Deswegen ist hier nicht so viel. Mehr Freiwillige anlocken und dann umwandeln. Die Bombe. Auf geht's! Ja! Nein. Shit. Genau eins zu wenig. Frech. Ja gut. Das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt Zeit. Rechts ist safe. Da kommt der Gegner jetzt erstmal nicht so leicht vorbei. Dann gehen wir mal schnell links zu den Bauernhöfen. Sammeln da unser Geld. Geht wieder zurück. Geben unser Geld aus. Oh, die haben viel Geld gesammelt. Ja, mehr brauche ich schon gar nicht mehr. Schon genug. Puh. Theoretisch kann man da auf dieser Insel übernachten. Also halt den Winter übernachten, meine ich damit. Weil, naja, wir brauchen halt nichts mehr. Also beziehungsweise dann kommen keine Gegner mehr. Das meine ich damit. So, Zeit für eine Bombe. Da ist die Bombe. So, jetzt kommen Arbeiter hier hin, die die Bombe transportieren. Und ein Trupp Kämpfer unterstützt normalerweise auch. Aber das wird jetzt nach rechts geschoben. Wenn ich auch nach rechts gehe. Also die folgen mir, glaube ich, irgendwie. Das ist ein komischer Mechanismus. Die gehen nach rechts so weit wie möglich mit. Aber ja. Naja. Ah, du willst wahrscheinlich die schieben. So, ich habe bloß einfach Geld nochmal geholt. Sicher, sicher. Schilde wären nicht schlecht. Das sehen wir ja. Die Leute laufen in alle Richtungen.
Bauarbeiter wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hier muss man nichts anderes machen, oder? Das hat sich nicht verändert, diese Mechanik. Einfach nur nach rechts. Genau, der transportiert sie jetzt. Theoretisch, wenn noch ein zweiter irgendwo wäre, würde... Ah genau, die folgt mir auch. Also hier, wenn ich jetzt dahin gehe, dann bleibt sie erstmal stehen. Aber sie geht nicht mehr zurück, sie geht immer wieder nach rechts weiter. Und das ist jetzt auch das Ziel. Wir müssen nach rechts weiter. Ah ja, und das sind die Truppen sozusagen, die... Genau, die stellen sich jetzt hinter mich, weil das ist der ultimative Angriffstrupp. Zwei Trupps, die zusammen mit der Bombe für einen finalen Schlag bereitstehen. Bin mal gespannt, ob das anders verläuft als im ursprünglichen Spiel. Tatsächlich muss ich zugeben, so spät in der Entwicklung habe ich das noch nie versucht. Also das, was wir vorhaben, da drin waren normalerweise keine mit Masken. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass da auch welche mit Masken drin sind. Naja, wir sehen uns gleich vorne wieder. So, dalle, die Bombe ist vorne angekommen. Allerdings, wie wir sehen können, ja, brauchen wir noch ein paar Sachen. Schilde kann man hier noch machen. Ansonsten, was ich jetzt kann... Nee, ich will nicht mit denen rauslaufen. Wir warten jetzt noch die Welle ab und dann gehen wir in den Gegenangriff. Ich weiß gar nicht, muss ich die nochmal angreifen? Ich glaube, ich muss die nicht angreifen. Ich konnte einfach los. Oh, stimmt, ich habe ja jetzt Waffen. Wie wird es da drin jetzt mit Waffen sein? Wird interessant. So. Zeit für den Gegenschlag, würde ich mal behaupten. Kann man eigentlich angreifen? Nee. Kann man jetzt angreifen? Theoretisch habe ich da einen Trupp. Aber ich kann ihn nicht befehligen, anzugreifen. Also dann. Zeit für den Counter. Achso, jetzt muss ich da Geld zahlen. Und rein mit euch. So. Jetzt wird's Zeit für den epischen Angriff. Ah ja, ich erinnere mich. Zurückbleiben. Nicht zu weit nach vorne. Damit immer ein paar Bogenschützen das Teil angreifen, diese hässlichen Knotenpunkte. Immer mehr solche ekligen kleinen Viecher rauskämen. Die Schwertkämpfer verteidigen und die Bogenschützen prinzipiell. Einige greifen an. Andere sind nur rein für die Verteidigung da. Die sollen sich konzentrieren, falls mal Gegner kommen, sollen sie einfach das Feuer auf die schießen. Genau, so wie hier. Die hinteren sind für die Verteidigung da, die vorderen greifen diesen Knotenpunkt an. So ist eigentlich eine brauchbare Verteidigung. Strategie. Ich könnte zwar mit Sicherheit mitwirken, aber es funktioniert so. Deswegen nicht zu cocky werden, nicht zu cocky. So, da schießen die, das ist okay. Ein bisschen noch nach vorne, okay. Reicht. Ihr seht, es kommt zum Glück keine anderen Truppen. Ist, glaube ich, auch schwierig. Also wenn da stärkere Truppen kommen, man kann nicht mehr als diesen Trupps mitnehmen. Wäre ein bisschen komisch, wenn da jetzt brutale Gegner kämen. Weil stärker als das kommen wir nicht mehr hin. Drei Knoten. Vier Knoten. Also es gibt ja auch immer unterschiedliche Schwierigkeiten. Ich glaube, umso höher die Insel, umso mehr Knotenpunkte gibt es zu zerstören. Garstige Greedlingsnest. Tötet sie, bevor sie Eier legen. Moment, sie legen gerade die ganze Zeit Eier. Oder was soll das sein? Also von daher, weg mit ihnen.
Die Bombe müssen wir ins Herz dieses Kokons oder des Bösen, der Greed, bringen und dort. Ja, was macht man wohl mit einer Bombe, nicht wahr? Oh, es sieht jetzt sieht so aus. Ja, jetzt kommen wir dem langsam näher. Aber das Problem ist, wenn wir näher kommen, genau, dann kommen sie uns auch entgegen. Da ist die Mitte. Da ist das schlagende Herz der Greedlinge. Langsam vorrücken, damit die Bogenschützen sich konzentrieren können und die Kämpfer nichts machen müssen. Noch ein Stückchen. Da ist die Mutter aller Greedlinge. Die Bombe ist in Position. Jetzt zünden wir sie. Seid ihr bereit? Let's fetz. Und raus, und raus, und raus, und raus. Rennen, 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 rennen. Das Blöde ist, davor hatte ich immer ein Reittier, das auch futtern konnte, weil er hat keine Ausdauer mehr. Aber er schafft es. Gerade so. Aber nicht jeder hat es geschafft. Bäh! Puh. Ein paar Habgierige habe ich getötet. Shift 2, ja, Münzen ausgegeben, okay. Sitzung gespielt, so 21 Mal gespielt, okay. Ja, ein bisschen Stats. Das kommt nach jedem Sieg sozusagen. Arbeiter in Raserei. Ah, stimmt, ich habe keine Barbaren hier gemacht. Also keine Berserker. Ja, ich schaffe es gerade so scheinbar mit meinem Pferdchen hier raus. Aber der Trupp, den ich mitgenommen habe, der schafft es nicht mehr. Die kommen halt immer so angeschlagen aus. Aber dafür haben wir es auf dieser Insel geschafft. Auf dieser Insel kommt keine Greedlinge mehr. Hier ist der Frieden drin. Das wird nie wieder aktiv. Auf der anderen Seite war ja auch das. Diese Insel ist perfekt geklärt. Mehr müssen wir auf dieser Insel nicht machen. Oder? Ja, ich habe selbst in einen Altar aktiviert. Ohne zu wissen, was der macht. Irgendwas mit Schild sieht so aus. Tja. Also, hier wäre ein super Ort, um den Winter zu überwintern. Ja gut. Okay, damit haben wir die erste Insel geklärt. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Wir müssen jetzt das Schiff zusammenbauen. Und auf die anderen Inseln. Das Ziel des Spiels ist nämlich, alle Inseln zu befreien, zu clearen. Das kann etwas dauern. Wobei, die Taktik ist jetzt überall dasselbe. Selbst ja, auf jeder Insel ist jetzt dieselbe Taktik angesagt. Wir greifen jetzt vehement aggressiv an, machen die besten Truppen und schicken die in den Krieg. Apropos beste Truppen in den Krieg schicken. Moment. Ich muss mal schauen. Ich muss, glaube ich... Ja... Ich muss auch mal schauen. Moment. Wir haben welchen Tag? Was ist das für eine Zahl? Kann man das auch irgendwie anders sehen? Kann man... Das ist eine 5. C war... War 100? Kann es 100 sein? War C? Ich glaube, C war 100. 108. So. Oh, oh. Kann es sein, dass jetzt der Winter kommt? Moment, 16, 16, 32. 96. Und 6. Ah, ne, 112. Okay, wir haben noch 6 Tage ungefähr, dann kommt der Winter. Ist nicht sehr viel. Geld. Schön wäre jetzt, wenn sie die Nächte auch durcharbeiten, weil jetzt kommt ja kein Gegner mehr. Aber das machen sie, glaube ich, nicht. Und schön wäre, wenn auch irgendwo Bauarbeiter kämen. Die Materialien sind alle vorhanden. Genau. Alles liegt da. Muss nur noch gebaut werden. So. Okay. Dann bin ich bereit für die nächste Insel. Ich habe nur wenige Tage noch übrig. Ich muss... Schwerter sind noch da. Rechts wurden die Leute gekillt. Durch die Explosion. Also was heißt gekillt? Die wurden halt... im Marke erschüttert.
Mein Pferd konnte kein Well-Fat-Buff sich gönnen. Tatsächlich, ich hatte davor immer den Greifen bei der Aktion. Und der Greif, der kann sich einen Well-Fat-Buff gönnen. Ich wollte gerade fragen, wohin geht er jetzt? Aber der holt sich ja jetzt ein Schwert. Genau. Dann haben wir das geschafft. Oh, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir... Ah, ich bin jetzt hin und her gerissen. Wollen wir auf die... Wollen wir jetzt jede Insel clearen oder nicht? Also wir müssen es. Sonst ist das Spiel nicht beendet. Wir müssen jede Insel clearen. Ja, doch. Wir gehen das nächste Mal auf die nächste Insel. Und da wird einfach auch gemetzelt. Und dann gehen wir auf die nächste Insel. Da wird auch gemetzelt. Also theoretisch müssten wir die Wirtschaften ja noch haben. Hoffentlich. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich glaube, jede Insel ist ja geklärt, bis auf die Höhle. Dementsprechend sollte es schon machbar sein. Aber wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.